Hallo und herzlich willkommen zurück zu Metal Energy hoch 3. Ja, wir erkunden heute den, wie ist das Ding? Dingens Chamber? Den Chamber. So, und zwar der Quest sagt, wir sollen zum Dirt Container gehen und der ist, soweit ich das weiß, hier unten. Dann gehen wir mal in den Keller quasi, in den geheimnisvollen Keller. Ich finde es auch wirklich wunderhübsch gemacht mit den ganzen schönen Schisselblöcken und allem. Das ist wunderschön. Und hier, da mal hier sehen, sind die Crafting-CPUs und so ein Scheiß verbaut. Das ist ziemlich geil. Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Da ist Satz. Okay, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Was soll ich tun? Claim Reward. Ach ja, genau. Shovel, Shovel, Shovel. Was nehmen wir denn? Lila, grün oder blau? Lila. Und eine Hose haben wir gekriegt. Ich freue mich. Ich darf Hosen tragen. Hey, schick, schick, schick. Okay. Weiter geht's. Questbuch. Sagt mir, was ich tun soll. Einmal was? Finding Seabiscuit. Okay. Seabiscuit Pony ist also hier irgendwo in der Nähe. Und ein Bäumchen. Ach, ein Oakwood. Wo kriegen wir den denn her? Was? Sapling Bird, wir sind das Compost side along with Bones Meal. Bones Meal. Okay, gut. Das heißt, wir müssen in den Dirt. Ab in den Dirt. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal hier das Ganze begradigen, weil ich hasse es, wenn hier so ungerades rumsteht. Da krieg ich Kribbeln. So. Schwupp. So, ein bisschen. Zack und. So, bisschen Licht wieder verteilen. Licht und Licht. So. Dann, wo wir gerade schon hier sind, gehen wir hier in den Boden. Ich weiß, hier unten drunter sind ein paar Monster versteckt. Man hört sie ja schließlich auch schon. Aber das kriegen wir hin. Ach ja, genau. Gab es hier nicht noch irgendwo Kohle für ein paar Dingens? Und vielleicht ein Holz für ein paar Fackeln? Vielleicht? Ist so furchtbar dunkel da unten. Gib mir das, ich brauche das, danke schön. Leicht. Und halt. Vielleicht. So. Immer bereit, irgendwo aufs Näschen zu hauen, wenn er mir zu nahe kommt. Jetzt gehe ich irgendwie so durch. Was ist das? Setzlinge! Jawohl. Die Kiste nehmen wir mit. Hab schon. So ist brav. Gut. Oh. Da ist eine Kiste. Die kannte ich aber auch noch nicht. Will ich mitnehmen. Will ich auch mitnehmen. Was sind denn die ganzen Spinnen hier, ey? So, aber komme ich da rein? Ich habe noch gar keine Pickaxe. Ach ja, genau, das brauche ich Holz. Ich würde da gerne mal runter. Komme ich hier einfach so durch? Weil wenn Spaß war. Ich sage einfach, oh, diese Musik. Passt mir gerade mal gar nicht. Zack. Wohl, na, die Lautstärke war eigentlich schon ganz okay, glaube ich. Okay, gut, dann gehen wir wieder hoch. Und was ich aber weiß, ist, dass die Bäume hier unten irgendwie so gar nicht wachsen. Wahrscheinlich, weil es einfach zu dunkel ist und die Tageslicht brauchen. Deswegen gehen wir mal eben nach oben und pflanzen da das Bäumchen hin. Damit wir ein bisschen Holz kriegen, weil wir haben ja hier eigentlich gar kein Basic-Stuff. Wir haben ja nichts. Wir haben ein Lead-Ingot gekriegt und da willst du schon mit Blei. Kannst du irgendwie mal einen Kopf werfen und das war's. Aber man kann ja nichts Effektives großartig machen. Deswegen werden wir mal eben hier oben Bäumchen pflanzen. Hier ist quasi unsere Development Area. Muss auch hübsch aussehen. Ach, hübsch aussehen, habe ich gesagt. Nein! Oh Gott, Maus. Ist meine Maus jetzt so empfindlich? Das ist ungewöhnlich. Nein, das muss ich ja nicht hin tun, sondern an die Ecke. Ecke! Ich hab gesagt Ecke! Widerspenstiges Zeugs hier. Zack. Glaube ich, mach. Mehrere. Einfach haben, ne?
Also Farben sollte haben. So. Ein bisschen ins Bettchen legen, damit wir auch Tag haben. Und die Bäumchen wachsen können. Okay, und dann wollte ich. Ach so, Holz wachsen lassen. Was ist der nächste Task? Das da. Nee, dann kann ich das hier, glaube ich, freischalten. Achso, das ist repeatable. Gut. Wie schaut's aus? Ich glaube, hier ist mal mein Keks. Keks. Lecker. Habe ich mir auch wirklich verdient. Aber er sagte, dass ich irgendwo Bohnen hier finden könnte, wenn ich wollte. Wäre schon ganz gut. Vielleicht gucken wir uns unten noch einmal einfach einmal um. Mein Spinnen habe ich gehört. Vielleicht ist hier unten noch irgendwo ein Skelett, das wir verprügeln können. Für ein paar Knochen. Ich weiß nicht genau, wie der Quest das jetzt gemeint hat. Denn so weit war ich in meinem Test-Wäldchen noch nicht. Ich habe zwar schon einiges anderes gesehen da, aber noch nicht alles. Also noch bei weitem nicht alles. Und dieses Ding hier unten ist ja relativ fett. Ach, Spinnen halt doch die Klappe. Aber ich räume jetzt nochmal hier so. Kann ich hier ranzoomen? Zoomen wir mal auf Z. Angezoomt. Da ist eine Spinne. Da ist das Skelett. Irgendwie da so. In diese Richtung. Oh, oh, oh. Oh. Was ist das? Eine Spinne. Oh. Okay. Der hat nur einen Pfeil gedroppt. Schade. Aber ich habe noch ein Skelett. Da ist noch eins. Knochen? Nein? Wow, ich krieg ein Gunpowder. Das ist eher nicht so effektiv, danke. Gut, also hier unten müssen wir also mit einer Pickaxe hin. Ich würde gerne noch aufbuddeln. Hat ich meine noch andere Viecher gewesen? Ich glaube, hier unten kann noch was spawnen, deswegen bin ich ein bisschen ängstlich. Gut, dann keine Skelette, nur den zu spinnen, dann gehe ich wieder. Okay. Gut, gut, gut. Was haben wir eigentlich hier? Ich glaube, das... Brauchen wir noch? Okay. Es macht pling, pling. Ach ja, genau. Hier war ja noch was. Ha, das haben wir ganz vergessen. Hier geht's noch die Mine. Genau, hier gab's auch Fackeln. Okay, nehmen wir mal hier die ganze Waffe mit. Und gehen wir mal nach unten. Ein bisschen dingselig. Oh, au. Okay, okay, so. Ein bisschen flicken. Ah, gut, dann, sagen wir mal eben kurz für einen ordentlichen Aufgang hier. Ob wir jetzt zurückkommen. Nehmen wir mal. So. Säckelchen, da muss woanders hin. Tun wir dich mal dahin. Zack. Und der Rest so hier. Zack, zack, zack. Huch. Oh, lol. Da. Hoppala. Das war so nicht geplant. Gut. Hier war Eisen. Ich glaube, ich nehme das mal eben kurz mit. Einfach, damit ich nicht vergesse. So, ich. Oh Gott, was ist da los? Was ist da los? Was geht mit denen? Wo sind die denn überhaupt? Oh krass. Das sind ziemlich viele. Ich glaube jetzt gar nicht hier reinzugucken. Hallo? Oh. Krass, wo sind die denn? Was geht mit denen? Das will ich genau wissen, oder? Licht nicht vergessen. Ich
Da ist Seabiscuit. Und da ist ein Beschützer. Ist hier unten drin? Aber was geht mit denen? Warte mal. Da muss ich nochmal eben reingucken, meine Freunde. Krass, was? Wow! Oh, Scheiße! Nein, das macht mir ganz schnell wieder zu. Das war nicht cool. Nein. Ekelfaktor 9000. Ober 9000, bitteschön. Oh Gott. Das war jetzt fies. Muss ich schon sagen. Okay, gab es hier unten nicht auch Kisten? Ich meine ja. Wenn wir so viel Zeug rumfliegen, das ist schon echt krass. Hier nicht so alles gut. Aber das Ball-Monument-Dings, die sagt ja auch, dass wir von allen möglichen Blocks rauskriegen sollten. Also von daher sollte es auch normal so sein. Okay, gut. Hier haben wir Gold. Diamanten. Eigentlich alles Mögliche. Ist das hier? Bla 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 bla. Ganz viel bla bla. Brauche ich das da gerade überhaupt eigentlich? Ich glaube nicht, oder? Was sagt denn... Ah genau, ich warte noch meinen Baum. Der Baum. Oh, da. Ich wusste. Ah, Super Miner und eine ganze volle Spitzhacke. Das ist super. Ich wusste doch, hier ist irgendwas. Hat mein Gespür nicht getäuscht. Okay. Dann würde ich sagen. Gehen wir hier in eine Richtung. Ja, ne? Aber mit dem Mine Explorer. Das ist nicht die richtige Richtung. Ich habe große Lust, mich hier in die Wand zu buddeln überall. Das macht bestimmt mega Spaß. Komm her, das darf nimmer mit. Weil ich gierig bin und gerne alles mitnehme, was ich kriegen kann. So, ich weiß ja nicht, wofür wir das noch brauchen werden, aber... Ja. Ne? Hauptsache, ich habe... So, hopp. Und zack, zack. Ja, reicht mir erstmal. Ich gehe wieder mal wieder. So, ich glaube, die lasse ich auch hier. Für zum Buddeln. Obwohl, nee, einen sollte ich immer dabei haben. Besser ist das. Okay. Hallo. Okay, gucken wir mal, ob mich ist jetzt mal ein Baum gewachsen. Das wäre sehr gut. Und die Erze können wir weiterverarbeiten lassen. Oh Gott, ich... Hab irgendwie ganz schön Hunger. Kriegen wir was zu essen her? Bestimmt nicht von Birkenbäumen. Die lassen keine Äpfel fallen. Naja, schauen wir mal. Noch kein Baum gewachsen. Ach, verdammt. Das ist ärgerlich. Das ist sehr, sehr ärgerlich. Mist. Ja, dann... Achso, das können wir auch mal wieder wegtun hier. Zack. Würde ich sagen, tue ich erstmal... Weil hier hinten ist ja allen möglicher Krams. Hier Pulverizer und Furnace und so ein Mist. Tu mal das Zeug hier rein, weil ich es kann. Und dann. Ja. Okay, Waffe. Ach, genau, hier war das Zeug drin. Ging das nicht? Konnte man nicht daraus was dingseln? Nee, ne? Dafür brauchte man was anderes. Ah, verdammt. Okay. Hier ist nur das drin. Da ist aber nichts drin. Doch, Factory Blocks. Okay. Gut. Wie schaut's hier aus? Ganz gut. Prima. Weitermachen. Gut. Die Frage ist, wo bringe ich das ganze Zeug jetzt mal unter? Ich glaube, wir müssen mal nach unten gehen. Mal hier irgendwie in die Kiste reintun. Obwohl, hier oben war eine Kiste. Bei der Weiterverarbeitung. Sogar eine große Kiste, oder? Das war diese so eine diamantartige Kiste. Chest. Wow, die ist groß. Die ist sehr groß. Ha, das können wir mitnehmen.
Factory Block. Brauche ich vielleicht auch noch? Hier, den Mist brauche ich jetzt erstmal nicht mehr. Das will ich jetzt auch nicht haben. Hier so Sachen. Bisschen viel. Okay, weil. Was mich nämlich noch sehr interessiert, was ich das letzte Mal nicht rausfinden konnte, ist, was zum Teufel ist hier drunter? Das will ich jetzt wissen. Aha. Oh, das ist tief. Hier ist nichts gut. Weil hier drunter ist ja noch irgendwas und ich will wissen, was es ist. Das will ich wissen. Ich gar nicht mal hier rein. Ponk. Da ist ein Schild. Okay, ich hüpfe. Ah. Da steht nichts drauf. Wow. Hier ist, glaube ich, was kaputt gegangen. Es ist mega dunkel hier. Ah, Kühlflüssigkeit, Öl. Okay, ein bisschen. Oh. Secrets, I love Secrets. So mag ich das. Spoiler-Alarm. Ich würde sagen, wir gucken uns in der nächsten Folge hier nochmal in Ruhe um. Ja, und ich würde jetzt mal sagen, nehmt euch ein Abo und bis zum nächsten Mal.